Allah subhanahu wa ta'ala spricht in Surah Mulk: Er, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Und er ist der Allmächtige und Allvergebende. Ahsanu amala, die besten Taten, diese will Allah subhanahu wa ta'ala von uns sehen. Und darauf prüft er uns in diesem Leben. Aber was ist damit gemeint? Und wie können wir die besten Taten begehen? Der große Gelehrte Fudayl ibn Iyad sagte dazu: Wenn Taten aufrichtig, aber falsch sind, so werden sie nicht akzeptiert. Wenn Taten richtig sind, aber unaufrichtig, dann werden sie nicht akzeptiert. Aber wenn sie aufrichtig und richtig sind, werden sie akzeptiert. Aufrichtig bedeutet, dass sie nur für Allah vollzogen werden. Und richtig bedeutet, dass sie mit der Sunna übereinstimmen. Damit wir also zu jenen gehören, die Ahsanu Amala praktizieren, müssen wir stets unsere Absicht überprüfen und jegliche Handlung einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala vollziehen. Das bedeutet, dass wir uns mit unseren Handlungen nichts anderes als Allahs Nähe, Zufriedenheit und sein Paradies wünschen dürfen. Einer der engsten Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, einer der Paradiesbewohner und der zweite Kalif der Muslime, Omar ibn al-Khattab radiallahu an, pflegte zu sagen: O Allah, mache meine Taten rechtschaffen, lasse mich sie nur um deinetwillen tun und lass niemanden einen Anteil daran haben. Er war stets darum besorgt, ob seine Taten durch eine reine Absicht begleitet wurden. Denn ohne Ikhlas, der Aufrichtigkeit in den Taten, sind sie wertlos und werden einem an Yawm al-Qiyamah zum Verhängnis. Darüber hinaus sagte Fudayl ibn Iyad, dass die Taten mit der Sunna übereinstimmen müssen. Das bedeutet, dass sie im Rahmen des islamischen Rechts vollzogen werden müssen. Wir können uns nicht erhoffen, dass wir Taten begehen, die der Islam uns verboten hat, und dafür belohnt werden, nur weil wir dabei eine gute Absicht haben. Der Zweck heiligt im Islam also nicht die Mittel. Es wird von Imam Malik berichtet, dass er sagte: Die Sunna ist wie die Arche von Nuh alaihi salam. Wer sie betritt, wird gerettet, und wer sie nicht betritt, wird ertrinken. Es gehört nicht zu Ahsanu Amala, wenn man sein Geld durch Haram verdient und es dann spendet oder einer Arbeit nachgeht, bei der man von der Verrichtung der 5 täglichen Pflichtgebete abgehalten wird, weil man seine Familie versorgen muss. Die Taten sind also erst dann gut, wenn sie für Allah allein gedacht und im islamischen Rahmen gemacht sind. Was auch immer wir in unserem Leben tun, so kommen wir nicht darum, uns um die Perfektion dieser beiden Punkte zu kümmern. Denn alles steht und fällt mit ihnen. Wenn wir sie nicht verstehen und nicht um die Erfüllung bemüht sind, haben wir keinen Anspruch auf das Paradies. Die Geschichte der Sahaba und viele andere islamische Persönlichkeiten in unseren Geschichten zeigen auf, von welcher Bedeutung sie waren. Ibn Qutayba erzählt in seinem Buch Uyun al-Akhbar von einer sehr interessanten Geschichte. Maslama ibn Abdul Malik belagerte einst eine Festung, die einige Löcher hatte, die in die Mauer gebohrt worden waren. Die Leute wollten, dass jemand durch eines der Löcher geht, um in die Festung zu gelangen, doch niemand meldete sich dafür. Eine unbekannte Person kam aus der Mitte der Armee, ging hindurch, und Allah subhanahu wa ta'ala öffnete durch ihn die Festung, was zum Sieg der Muslime führte. Maslama rief: Wo ist der, der durch das Loch gegangen ist? Doch erhielt er dafür keine Antwort. Maslama war entschlossen, auf ihn zu warten, und befahl seinem Wachmann, die Person durchzulassen, sobald sie gekommen war. Später trat ein Mann an die Wache heran und bat um Erlaubnis, den Amir sehen zu dürfen. Der Wachmann fragte ihn, ob es der Mann ist, der durch das Loch ging, woraufhin der Mann antwortete: Ich werde euch verraten, wer es ist. Nachdem ihm die Erlaubnis zum Eintritt gegeben worden war, sagte er: Der Soldat der Löcher stellt 3 Bedingungen an sie. Sein Name soll nicht verbreitet werden, sie sollen ihm nichts befehlen und ihn nicht fragen, wer er ist und woher er kommt. Maslama willigte ein, und der Mann antwortete ihm: Ich bin der Mann. Nach diesem Vorfall verrichtete Maslama kein Gebet mehr, außer dass er sagte: O Allah, lass mich mit dem Soldaten der Löcher auferstehen. Diese Geschichte ist nur eine von vielen, die man als Beispiel dafür heranziehen kann, wie Muslime bemüht darum waren, ihre guten Taten geheim zu halten und das Risiko einer falschen Absicht zu vermindern. Vor allem in unserem Zeitalter, in dem Menschen auf sozialen Netzwerken ihr gesamtes Leben teilen und oftmals auch nur die guten Seiten davon, müssen wir die Absichten unserer Taten stets hinterfragen und reinigen.
Gleichzeitig bedeutet das nicht, dass wir alles Schlechte von uns nach außen tragen sollen und als sündhafte Menschen abgestempelt werden. Wenn die Menschen ein gutes Bild von einem haben und man im Geheimen aber noch viel mehr macht, was niemand mitbekommt, dann befindet man sich auf einem gesunden Weg. Doch wenn man sich entscheiden müsste, was man bevorzugt, dann sollte man lieber eine hohe Stellung bei Allah anstreben und eine niedrigere Stellung bei den Menschen in Kauf nehmen. Denn an Yawm al-Qiyamah kann keiner von ihnen uns helfen, während Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Helfer sein wird.